Wer sind Sie? Natürlich, natürlich. Nur nicht schießen. Langsam, langsam. Ich will verdammt sein. Es ist Bourbon. Hey, Leute. Die beiden sollten wir besser durchsuchen. Und, alter Saufbold, was hast du dieses Mal dabei? Und wer ist dieser Junge? Schau mal, Chef, ich bin sicher, dass wir klarkommen. Ja, sicher. Komm, lass uns ein wenig reden. Und du hältst dein Auge auf den da. Nicht bewegen! Okay, okay. Gut ausgebaut hier. Okay, die beiden können durch. Willkommen auf dem Markt. Lass uns gehen, oder möchtest du ihre Gesellschaft noch länger ertragen? Hey, einen anderen Tonfall gefälligst. Okay, danke fürs Durchlassen. Ist ja riesig. Wir stecken tief in der Scheiße. Keine Chance, dass ich diese Wagenjungs auszahlen kann. Wir können von Glück sagen, dass uns für den Rest. Schon, ob wir hier noch was finden. Ah, Munition. Nein, es hätte ein feindlicher Späher sein können. Jetzt kennt er unsere Verteidigung. Sie werden uns stürmen und dann die ganze Station abschlachten. Genau wie an der Polischajewskaja. Das nächste Ding, das durch den Tunnel. Nichts zu finden? Gut hier noch umschauen. Kann man hier noch was finden? Ein Albtraum. Man kommt nur schwer am Zug vorbei. Nun, zur Hanse können wir nicht. Okay. Hier sind ein paar Patronen. Hol uns ein paar Filter, ja? Ich habe eine Idee. Ich werde mal mit einem bestimmten jemand reden. Wir treffen uns in der örtlichen Bar oder ich finde dich schon. Okay. Also los mit dir. Du hast ungefähr 5 Minuten. Gut, okay. Uns mal ein bisschen umschauen hier in dieser großen Station. Hier wird nur geschissen. Ich glaube nicht, dass ich hier hin möchte. Falls mich jemand hört, bitte antworten. Hier ist Moskau. U-Bahn-Station Markt. Sie haben einen Blick zugeworfen. Was hier ist die Moskauer Metro. Und es interessiert dich, dass da nicht jemand. Ich treffe mich heute mit ihr nach meiner Schicht. Beweg dich, Junge! Ja, ganz ruhig. Bewegung! Du Bastard! Jetzt wohl nicht rein. Wie wär's mit etwas Mondschein? Zu welchem Anlass? Mein Sohn hat. Das ist die örtliche Bar wohl. Glückwunsch! Schauen, ob wir sonst noch was finden. Verwöhn dich mit etwas Luxus für dein bescheidenes Heim. Komm, schau dich um! Was hier nicht alles gibt. Erzählen Sie es mir doch so. Dafür bin ich zu hungrig. Nicht in der Stimmung, Geschichten zu erzählen. Sagen Sie mir einfach, worum es dabei geht. Ich frage mein Haus, ist die Erzählmethode. Probieren Sie aus und klappen Sie. Hilze. Ah, hier sind Waffen wahrscheinlich zu finden. Chef, alles klar? Ah, hier kann man Patronen tauschen. Hier kann man wohl Filter kaufen. Ja, dann wollen wir doch mal ein bisschen aufrüsten. Ein paar Sachen haben wir uns gegönnt. Wir mal hier, was hier noch so ist. Hier scheint es wohl nichts zu geben. Na gut. An mir soll es nicht scheitern. Da hinten geht's wohl nicht weiter. Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Hey Mama. Wird es wohl das Beste sein, mal zurückzugehen? Schauen Sie. Probieren Sie aus. Und Prospektmiere haben Sie durchverboten. Wenn Sie einen Händler damit festhalten. Örtliche Kneipe, wo sind sie denn? Ah, da hinten ist Bourbon doch.
Mein Freund, ich habe alles gefunden. Also ich habe hier mit einem Typen etwas ausgemacht. Er ist ein gieriges Arschloch, aber daran können wir nichts ändern. Gut, also gehen wir. Ich denke, du kennst den Weg bereits. Gut, wollen wir mal schauen, wer dieses gierige Arschloch ist. Bourbon? Als wenn du es nicht wüsstest. Halt die Klappe und verschwinde. Ich habe bereits gezahlt, Micha. Mich hast du nicht bezahlt. Aber wenn du nicht durch willst... Scheiße. Ist mir ein Vergnügen, Geschäfte mit dir zu machen. Schon gut, schon gut. War nur ein Scherz. Ja, ganz toll. Alle bereit machen. Das Tor öffnet sich. Sind Sie sicher, Kommandant? Stellung einnehmen. Gebt mir Deckung. Verdammt. Ich hasse das so sehr. Danke, Chef. Bewegung, Junge. Okay. Ist wirklich eine gute Idee hier? Ganz vorsichtig. Wirklich eine gute Idee, hier in der Oberfläche hier rumzurennen. Treffen wir schon auf einen glücklichen Bürger. Stalker, diese irren Teufel kommen fast jeden Tag an die Oberfläche. Suchen nach Schrott, Mumm, alles, was sie ausgraben können. Manchmal findet man die Toten steif gefroren, wie Schneemänner in Lumpen. Schau mich mal um. Durchsuche den Raum sorgfältig, vielleicht findest du ein Lager. Oft bauen die sich an der Oberfläche Verstecke, nur für den Fall. Schaut mir nach so einem... Schau dich einfach genau um, dann werden wir keine Probleme mit Ersatzfiltern und Munition haben. Okay. Ganz ruhig. Was haben wir denn hier? Ah, ein Filter. Den können wir bestimmt noch gebrauchen. Ein bisschen Mund. Klasse. Danke, mein Freund. Der Nosalis ist hier runtergesprungen. Solange er mich nicht angreift, werde ich ihn auch nicht angreifen. Sonst noch etwas hier oben? Eine Tür. Umschauen nach irgendwelchen. Sind die Gasmaske putzen? Hier scheint nichts zu sein. Aber ein verschlossener Tresor. Vielleicht hat einer der Leichen da unten den Schlüssel. Kann ja nicht allzu weit weg sein. Ganz ruhig, ganz ruhig. Jemand hier unten wird wohl den Schlüssel haben. Oder er wird hier irgendwo. Ah, da hinten ist doch was. Komme ich so nicht rein? Gut, wechseln wir mal aus. Ein Schlüssel, perfekt. Holen wir uns das doch. Ja, der Filter war schon etwas länger angebraucht. Ich lasse hier nichts zurück. Alles hier kann gebraucht werden. Ich bin mir sicher, dass diese Stalker, wie man sie nennt, sich auch noch Filter eingebaut haben dort in dem Tresor. Das ist das größte Gut hier oben. Sehr schön.
Ja, genau. War noch ein Filter mit drin. Habe ich mir doch gedacht. Sehr schön. Gut. Wird es wohl an der Zeit, mal zu Bourbon zurückzukehren. Surreal, wieder an der Oberfläche zu sein. Ist mein erstes Mal hier. Besser nicht. Besser den geordneten Weg nach unten nehmen. Bisschen putzen. Gut, Bourbon steht hier bereit. Gut, ich habe alles untersucht, Bourbon. Kann also weitergehen. Bereit? Gehen wir. Okay. Wir müssen den Luftschacht erreichen, damit wir zur trockenen Station kommen. Okay. Dann trennen wir uns und du bekommst meine AK, wie versprochen. Okay. Verdammt, was war das? Scheiße. Versteck dich, Junge! Was ist das denn? Versteckt. Wenn wir der Bestie im Freien begegnen, dann kriech in die nächste Spalte. Manche nennen sie Dämonen, ich nenne sie Mistkerle. Naja, beides trifft zu. Das ist die tote Stadt. Willkommen zu Hause, Artyom. Naja, nicht wirklich viel übrig geblieben. Spring, ich fang dich auf! Verdammte Scheiße. Du musst außen rumgehen, Artyom. Nicht in die Pfützen treten. Natürlich. Ja, danke. Du dieses Gebäude? Dein Ziel ist ein Schacht im Hinterhof, der führt zur trockenen Station. Ich warte im Gebäude auf dich. In der oberen Etage ist ein Ranger. Gut. Und hier ist kein gelben Schnee. Kein gelben Schnee, du bist mir ein Scherzkeks. Warte, Schuss. Okay. Dämon. Oh verdammt. Salis. Na du Bastard. Er scheint mich nicht gesehen zu haben. Solange er mich ignoriert. Wir die besten Freunde. Habt ihr schon gesehen? Drecksvier. Verdammt. Weg mit dir! Okay. Weg mit dir. Wechseln wir mal. Ein bisschen putzen. Hier geht's nicht weiter. Schauen wir mal hier oben. Die sind ja meistens in Rudeln unterwegs. Das heißt, Augen offen halten. Zur Hölle. Okay. Den hat's zerfleischt. Wir haben Dinosaurus erwischt. Was ist das? Irgendein Mutant? Anscheinend nicht. Hier gibt es nichts zu holen. Was zur Hölle? Da scheint hier wohl ein Stalker versteckt zu sein. Nehmen wir uns zuerst hier noch den Filter. Hier unten. Ich gehe zuerst mal hier noch rein. Erstmal schauen, ob wir hier noch was aufpassen. Nicht zu viel. Scheint es nichts zu geben. Ich höre hier Schüsse. Nosalis. Nosalis.
Oh, eine bessere Schrotflinte, oder? Nein. Aber ein besseres solches Gewehr. Deine Zielvorrichtung. Perfekt. Hat sich doch gelohnt, nach hier unten zu kommen. Mitnehmen. Ich höre euch doch hin, Osalis. Keine Angst. Gut, noch weiter nach unten. Weg mit dir, du verdammtes Dreckspack. Spider erwischt. Gut. Scheinen sie zu sein. Von hier bin ich gekommen. Bin jetzt einmal im Kreis gelaufen. Hier war ja auch noch ein Nosalis. Geht es auch nochmal weiter. Jeder Filter, den ich kriegen kann, mitnehmen. Hier hinten ist ein Tresor. Gut. Mal weitergehen. Dieses Mal nicht in den Stalker-Schacht runtergehen. Auswechseln das Zeug. Aufpassen, wo diese Dämonen unterwegs sind. Gut. Ein Nosalis. Geht der weg? Ich höre hier Schüsse. Sind mehrere von diesen Bastarden. Lass mal ausprobieren. Gut. Der ist weg. Gut. Ich konnte hier nicht jeden ausknipsen. Gut. Das wäre ein bisschen Ausrüstung. Dreckiges Vieh. Gasmaske ist etwas beschädigt, aber sollte reichen. Einen besseren Lauf. Sehr schön. Ein bisschen auf diese Dämonen aufpassen. Können hier überall sein. Sobald er mich sieht, habe ich ein Problem. Ah. Noch mehr Filter. Das hier muss wohl so ein Stalker-Außenposten sein. Hier geht's wohl nicht weiter. Gut. Wo ist wohl dieser Lüftungsschacht? Schauen, ob hier irgendwo dieser Dämon unterwegs ist. Was ist das? Ich muss hier weg. Oh, verdammt.
Gut, das müssten sie gehört haben. Verdammte Scheiße. Noch mehr Nosalis. Wo kommt der rein, meine Freunde? Ich hab dich doch gesehen. Da hinten kreucht etwas rum. Ich höre ihn. Wo bist du denn? Da draußen. Da kannst du auch bleiben. Er wird sich sicher nicht nehmen lassen, mir hier hinten hier drin noch Hallo zu sagen. Weg mit dir. Ich höre hier einen wie Revolver. Das muss Bourbon sein. Alles voll mit diesen. Okay, scheint wohl ihr Revier hier zu sein. Ein gezielter Kopfschuss. Und du? Gut. Weg mit dir. Na komm nur her. Keine Angst vor dir, du dreckiger Bastard. In der Luft etwas? Scheint nicht so zu sein. Ist alles verstrahlt, aber von hier drüben sollte ich rauskommen. Sehr schön. Schauen, ob wir hier alles aufgeräumt haben. Scheint so zu sein. Dämon? Ich höre hier Schüsse die ganze Zeit. Bitte sag, dass man hier irgendwo... Ist alles verseucht. Hier rüber. Okay. Ein Dämon. Und er ist am Essen. Das gefällt mir gar nicht. Er soll weggehen. Der Kind ist dreckiges Vieh. Verdammte Scheiße. Komm ich an dem irgendwie vorbei? Na, natürlich nicht. Würde das Beste sein, zuerst mal die Ausrüstung zu checken.